Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Stream zu Doom und heute gehen wir in die Mission Nummer 6. Das ist jetzt wohl schon die Hölle, wir sind da reingeportet worden im letzten Let's Play und mal gucken, wie das da so aussieht. Also ich war noch nicht drin, wir starten also einfach mal hier das Kadingir-Heiligtum. Das Höllenportal auf dem Mars ist wieder offen. Du bist in der Höllendimension verloren und kannst nichts dagegen tun, dass die Dämonen unsere Welt übernehmen. Töte alles, was du siehst und finde einen Weg zurück auf den Mars. Ja, ihr seht, ich bin also in die Hölle geportet worden. Jetzt wird es mal richtig interessant. Jetzt ist es keine, ja, irgendwelche Raumstation mehr oder Marsstation mehr. Jetzt ist es wirklich mal die Hölle. Jetzt bin ich echt mal gespannt, wie da die Geheimnisse und so sind. Und dann lasse ich das mal starten jetzt. Wow. Ui, und da sind wir auch schon. Ich habe für dieses Let's Play jetzt mal die Grafik ein bisschen runtergeschraubt. Einfach mal, um zu gucken, ob es ein bisschen flüssiger für euch aussieht. Auf Mittel steht sie jetzt statt auf Hoch. Ich werde im nächsten Let's Play wieder, wenn ich keine großen Unterschiede sehe, wenn ich mir selber mein Let's Play mal angucke, die Grafik wieder hochstellen. Aber jetzt einfach mal für heute ist die etwas runtergestellt. So, jetzt haben wir gerade 5 Punkte gesehen, dass wir die haben. Dann gucken wir doch mal, ob wir die 5 Punkte auch irgendwo einsetzen können. Den Ansauger müssen wir jetzt noch ein bisschen aufladen. Noch, ja, 55 Items müssen wir sammeln. So, und wir haben 5 Waffenpunkte. Also können wir jetzt hier theoretisch, beweg dich schneller, wenn du mit dem taktischen Fernrohr hineingezoomt hast, machen. Ja, das Fernrohr benutze ich ab und zu. Das machen wir doch einfach mal. So, Meisterschaft. Erziele mit Hilfe des taktischen Fernrohrs 50 Kopftrefferkills. Ja, versuchen wir auch gleich mal, ne? Ja, irgendwie so dann Kopftreffer machen. Oh, mit 10 Munition. Das ist ja nicht viel. Er ist hier. Okay, er ist hier. Und hier ist ein Knopf. Das nenne ich ja mal einen Schalter. Das ist ja mal ein richtiger Hammerschalter. Jawohl, und jetzt kommt auch Munition. Das ist doch schon mal super. So, und das ist die Hölle. Wir bauen das Portalgerät am Grab auf und markieren unseren Weg mit den Lichtstäben. Findet das von der UAC markierte Ausgangsportal. Okay. Mit diesen Lichtstäben. Dann gucken wir doch mal auf die Map. Oh, jetzt hat mein Handy gerade Terror gemacht. So, also die Map sieht schon mal groß aus. Ganz da unten scheint das Portal zu sein. Und hier auf der Ebene, wo wir gerade sind, ist jetzt wohl nichts. Jetzt müssen wir wohl irgendwie mal gucken. Ja, orientieren wir uns einfach mal nach rechts und dann nach links. Mal gucken, wir kriegen das schon irgendwie hin. Okay, nach rechts orientieren ist jetzt hier gerade doch ein Problem. Da ist aber eine Tür, ne? Ihr seht es hier selber. Und? Nee. Hier müsste man ja irgendwie reinkommen, ne? Also, theoretisch jedenfalls. Praktisch suchen wir einen Schalter oder sowas. Ja. Sieht gerade nicht so aus, als käme da irgendwie hin. Ich orientiere mich einfach mal so ein bisschen hier in dieser Hölle. Also kurze Geduld, damit ich mal so ein bisschen sehe, was hier so alles für Special-Sachen sind. Da wollen wir nämlich hin. Da seht ihr das? Da ist ein Sammlerstück. Ja, jetzt habe ich es auch gesehen. Nur wie kommen wir da jetzt hin? Von unten kommen wir da bestimmt nicht hin. Wir müssen irgendwie die Türe öffnen. Ja, sorry, dass das jetzt für euch vielleicht ein bisschen langweilig ist, aber ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, wo ich das verpasse oder wo das ist, weil ja, ich jetzt hier mal unterwegs bin, ich nehme mal das Mikro ein bisschen näher, um das zu schaffen,
Schieß mal einfach drauf, oder? Nö, richtet gar nichts aus. Wie könnte man diese Tür öffnen? An die Stacheln gehen? Ich sehe keinen Schalter. Auch keinen Schießbaren oder so. Manchmal ist es aber auch so. Mäuse melken, wie gut die Geheimnisse hier versteckt sind. Vielleicht hier mit irgendwas? Nee, auch nicht. Schade. Ich wäre gerne in das Tor reingegangen. Naja, dann beim zweiten Durchgang, oder? Bestimmt. Ui. Probieren wir jetzt mal die Kopftreffer. Kein Kopftreffer. Das war mir jetzt so nervig. So, vielleicht sind ja hier die Schalter. Ups. Das war knapp. Ich da irgendwo. Ja. Nein. Ach, schade. Oh, Mann. Naja, kann passieren. Oder? Was ja alles für Ebenen sind und so. Da oben soll eine Rüstung sein sogar. Wie kommt man denn da oben an die Rüstung? Oh Mann. Sehr unübersichtlich das Ganze. Was haben wir hier? Oh, eine neue Waffe. Ein Gaussgewehr. Cool. Boah, das bratzt ja mal richtig. Das macht einfach nur wusch und alle sind geplatzt. Hat aber auch einen guten Rückstoß, muss man sagen. Für die hat man nicht genug Treibstoff, okay. Okay, hat alles geklappt. War eigentlich eine Kleinigkeit, ne? Boah, sieht cool aus hier, die Hölle, oder? Hat was. So schön soll die Hölle sein. Das kann doch wohl gar nicht wahr sein. Okay, da oben ist die Rüstung. Die versuchen wir jetzt mal zu erreichen, weil wir ja doch ziemlich wenig Rüstung im Moment haben. Und, na, jawohl. Jetzt sind wir hier oben. Ein Geheimnis gefunden. Yippie! Wenigstens etwas. So, jetzt gucken wir mal genau die Karte an. Da ist eine Runenprüfung da unten. Oh mein Gott. Auf der anderen Seite wäre das Sammlerstück gewesen. Ich weiß nicht, wie ich an das Sammlerstück kommen soll. Das muss da irgendwo sein. Ja, komme ich jetzt nicht mehr hin. Okay, wir gehen weiter. Der Treibstoff sammeln. So, zack. Und gucken mal, wo die Runenprüfung jetzt sein soll. Da unten irgendwo. Ups. Was ist das für ein Vieh? Irgendwie eine alte Blume oder sowas. Da ist auch noch irgendwas drin. Ein Totenkopf. Mein Gott, hier sind so viele Geheimnisse und ich finde nichts. Hier wird doch nicht. Irgendwas war falsch. Ich hab dafür kein Händchen irgendwie. Boah. Da läuft wieder so ein Ding hier. Und das ist wieder so eine Türe. Diesmal leuchtet sie nicht.
Naja, wenn man nicht nur bratzen will, sondern auch die Geheimnisse machen will, dann ist es doch was komplizierter, ne? Irgendwie. Finde ich. Steht am Garten. Jetzt wird es relativ hart. Mal gucken, ob mein Raketenwerfer noch läuft. Töten ihn wieder und allein gestorben. Da müssen wir irgendwie reinlassen. Das sind irgendwie die Totenköpfe, die man benutzen kann, um irgendwelche Türen zu öffnen. Jetzt habe ich es schon mal rausgefunden. Ist hier noch was? Hier ist noch eine Runenprüfung. Hier ist noch so ein Argent-Ding. Oh, 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 oh. Aber, ah! Aber ruhig mal langsam alles erledigt haben. Da hoch würde ich das gerne. Wie kommen wir denn da hoch? Im Moment gar nicht mehr. So. Dann geht's gucken. Da, genau. Ich bin genau auf die falsche Seite gesprungen. Was ist das? Ein großes Portal. Okay. Rechts von uns soll diese Agent. Ja gut, da durch das Portal müssen wir durch, ne? Würde ich mal so sagen. Wir gehen jetzt überall mal nach oben so ein bisschen. Hier ist aber auch nichts Wildes. Das ist alles nur zum Verstärken gedacht. Faszinierend. So, jetzt machen wir da unten mal. Oder versuchen wir da unten die Tür aufzumachen. Ah, ist offen. Sehr schön. Oh, die Karte wurde abgerissen. Aha. Da hinten ist was aufgegangen. Auch nicht übel. Und da ist mal so ein Totenkopf. Wow. Gelber Schädel erhalten. Ach, das sind jetzt hier die Schlüssel. Ach, das ist ja geil. Da muss man erstmal drauf klarkommen, ne? Hier gibt's keine Keycards, ist ja klar. Hier gibt's Schädel. Wow. Okay, das ist die blaue Tür, würde ich sagen. Tja. Aber die blaue Keycard oder den blauen Schädel haben wir noch nicht gefunden. Und da oben ist die Runenprüfung. Wie käme ich denn dahin? Oh Mann. Ja, wir gucken uns einfach mal so ein bisschen noch hier um. Alles was checken, ne? Muss ja mal sein. So. Da ist sie. Kann ich
hier außen? Nee. Ach, schade. Das wäre es jetzt gewesen, oder? Von hier außen da ranzugehen? Hätte mir gut gefallen. Soll aber so nicht sein. So, nee. Hier ist auf keinen Fall mehr was. Jedenfalls kein blauer. Nee. Kein blauer Schädel. Ich glaube, jetzt haben wir hier aber auch alles gelootet, was lootbar war. Die Treppe da hat auch nicht geklappt. Da haben wir auch schon mal geguckt. Gehen wir mal hier hoch. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Da oben. Ah, gelber Schädel, gelbe Tür. Ja klar. Und? Jawoll. Sie öffnet sich. Aktualisiert wieder. Hier ist wieder ein Knopf. Im ersten Zeitalter, in der ersten Schlacht, als die Schatten lang wurden, stand einer auf den Fürsten, die ihm Unrecht getan hatten, Armageddon, den Feuern der Hölle und damit zu verdorben für einen Aufstieg. Und so wählte er die ewige Qual. Erfüllt von Hass fand er keinen Frieden. Und mit kochendem Blut durchschritt er die Schattenebenen, voller Durst nach Rache an den dunklen Fürsten, die ihm Unrecht getan hatten. Er trug die Krone der Nachtwächter, und jene, die den Biss seiner Klinge spürten, nannten ihn den Schicksalsschlechter. Das hat sich immer richtig cool angehört. Wir haben also irgendein Buch gefunden und auch noch Rüstungsteile. Jo, aber so eine Prätorenmarke ist, glaube ich, zu wenig für uns im Moment. 3, 3, 3, 3. Ja, wir brauchen noch eine, sonst geht hier nichts weiter. Jo, und hier geht gar nichts. Wir haben zwar eine neue Waffe, hilft uns aber nicht. Ah, hier. Wir haben es geschafft. Ansauger 2. Erhöht die Entfernung, in der du hinterlassene Gegenstände aufnehmen kannst. Jo. Dann tut der es jetzt schon. Wäre gut, wenn wir noch einen zweiten demnächst machen können. Was das führe 25. Was? Tod von oben Glory Kills aus. Verlängert die Benommenheit von Ah, das ist gut. Das ist. Benutze 30 Ausrüstung. Erhöht die Effektivität von Ausrüstung. Das hier ist gut, ne? Also, dass der Tod von oben. Dass die benommener sind, bevor man den Glory Kill machen kann. Ja, das nehmen wir. So, also jetzt muss ich von oben auf die Mobs drauf springen. Das kriege ich hin. Und hier, ja, das sind die neuen Sprungstiefel, die ich habe. Die laufen jetzt halt ein bisschen besser. Habe ich im letzten Let's Play gekriegt. Hier nochmal kurz der Text zum Gauss-Gewehr. Wenn ihr den mal lesen wollt, einfach mal Pause drücken. So, sieht auf jeden Fall fett aus, das Teil. So, hier den Mancubus haben wir auch im letzten Let's Play das erste Mal getroffen, als wir den Arken Tower hochgeklettert sind. Und den Summoner glaube ich auch. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber es gibt schon coole Mobs hier, ne? Wenn man sich die nochmal so anguckt. So, und dann haben wir die Artefakte gefunden. Genau. Da, Schrift des Schlechters 1. Im ersten Zeitalter, in der ersten Schlacht, als die Schlacht... Ah, das ist der gleiche Text. Ja, nicht schlecht. Okay, wir finden immer mehr. Ich sehe schon, es geht hier voran. Und jetzt haben wir auch mal hier einen neuen Bereich. Und vor allen Dingen haben wir jetzt mal hier ein paar Sachen gefunden. Mal ein paar Geheimnisse gefunden. Was ist das hier eigentlich? Ach, Granaten. Ach, Granaten benutze ich auch fast gar nicht. Fällt mir gerade so ein. Ja, wo sind wir denn hier? Jetzt sind wir in einem neuen Bereich. Ach, ich bin wieder da rausgegangen, wo ich reingegangen bin. Das war jetzt natürlich sehr intelligent. Müssen wir dann. Genau, hier hoch. Ah, neuer Bereich. Ja, klappt mit den Kopfschüssen.
Außer wenn es natürlich die fiesen Schwerten sind. Ne? Dann bin ich natürlich ein bisschen vorsichtiger mit den Kopfschüssen. Aber bei den Imps geht es noch gerade so. Das sind hier noch ein paar gemeine. Obwohl das Unmenge ist auch ein. Das war jetzt nichts Wildes. So, jetzt gucken wir mal hier. Und den Bereich fehlen wir jetzt noch.